Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mond. Wir sind hier auf... Wie hieß die Insel? Mule Mule? Oder? Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier das haben. Wir sind auf Ula Ula. Der Ula Ula Insel. Die dritte von... sehr vielen Inseln. Die dritte von fünf Inseln prinzipiell, wenn man diese künstliche Insel mitzählt. So. Seltsam, dass hier im Prinzip auch nichts mehr versteckt ist. Aber vielleicht muss hier auch nichts versteckt sein? Okay. Das Pier. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Mach mal Lucky Lucky. Gibt ja immer Leute, die einem was geben. Auf Ula Ula ragen zwei Berge gen Himmel, der Hukulani-Berg und der Mount Lanakila. Auf dem Lanakila schneit es sogar im Sommer. Alola, das ist Pier von Ula Ula. Herrscher-Pokémon sind echt furchteinflößend. Hat man einmal eins getroffen, erschreckt einen nichts mehr. Ich habe sogar vier getroffen bisher. Die Inseln liegen ja ziemlich weit auseinander. Fürs Reisen empfiehlt sich daher eine Fähre, damit sich deine Pokémon nicht übernehmen. Ah, wir haben ein Flug-Pokémon. So. Ich würde mich fragen, ob es in der Edition auch wieder sowas gibt wie das Restaurant. Ein Beispiel für östlicher Vollendung. Hier ist, muss man heilen. Nee, er hat uns geheilt, aber wir gehen trotzdem ins Pokémon Center. Gibt ja normalerweise immer einen Auftrag, der da drin ist. Ich muss zum Beispiel ja immer noch einen Barschwar holen. Ich werde nicht mehr... Ich habe über den Wundertausch ein Mewtwo bekommen. Manchmal genieße ich einfach das süße Nichtstun. Und... Was einem Pokémon wohl durch den Kopf geht, wenn es sich entwickelt. Ob es sich auch so freut? Hurra, ich habe mich entwickelt. Ula, Ula, ist ganz schön groß. Deshalb ist nicht nur Pokémobile sehr beliebt, sondern auch der Bus wird viel genutzt. Die haben... Das ist das erste Mal, dass hier ein Fahrzeug genutzt wird. So, mal sehen. Hier ist sowieso ein Auto. Wer bist du? Ich habe gehört, in Malie sollte man sich auf keinen Fall den Ziergarten entgehen lassen. Mal den Ziergarten. Oh, hallo Jedessi, schön dich zu sehen. Aber solltest du nicht eigentlich im Meile-Ziergarten mit Professor Kukui treffen? Na, da vorne ist eine Zelle. Halt mich nicht auf. Diese unsichtbaren Barrieren sind manchmal echt schlimm. Aber hey, Leute, die einfach nur Hi sagen, das ist eigentlich schon eine super Sache. Weil das zeigt einfach nur so ein bisschen Leben. Im Meile-Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinn, oder? Aber gut, ich schlage vor, wir teilen uns auf. Ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Ey, du bist echt fair. Ja, ich soll den Rest der Umgebung absuchen. Was steht hier? Hier kann nur Glurak für Pokémon beigerufen werden. Ja, stimmt. Ein Vulcano. Eine Karte, die ihm scheint ein Motiv zugrunde zu liegen. Okay, ich dachte schon, da wäre wieder so ein Pokémon im Busch. Oh, das ist wirklich eine Trainerin, dass sich das Ganze nicht verengt hat. Heute ist der Tag der Pokémon. Feiert mit mir, Tag der Pokémon. Oh. Das hat Vorschüler. Die müssen ja irgendwas Süßes haben. Ah, Pi. Die müssen ja irgendwas Süßes haben. Pi. Und Level 26. Wie war das? Das ist das Käfer müsste effektiv sein. Das ist nicht sehr effektiv. Penner. Schläft einfach so ein.
Wer von meinen Pokémon ist dagegen immun gewesen? Das Ding kann wohl nur Gesang. Ach, auf, auf! Also langsam muss ich es ja verstanden haben. Ah, okay, wir sind aufgewacht. Gut. Batterie erhält 226, Schutzgeist erreicht Level 30. Ah, ich finde unser Team gerade gar nicht mal so schlecht. Ich verkrafte das. Ich habe ja noch mein Pi, aber das ist jetzt K.O. Renn zum Pokémon Center. Ich dachte gerade, da kommt eine Zwischensequenz. Was mich aber interessiert, ist die Pokepause, die gerade so herrlich wackelt. Ach, da willst du also deine Aufmerksamkeit haben. So, kriegst du. Haben wir dich einmal gestreichelt? Gucken wir mal, was haben wir noch? Sardinchen. Na, geh nochmal auf unser Mizunder. Da müssen wir aufpassen. Weil da verbrennen wir uns leicht an dem Ding hier. Brauchst aber ewig, bis man. So. Noch ein bisschen mehr streicheln. Ah, ein Böhnchen müssen wir eben. So. Magst auch, dann können wir jetzt erstmal rausgehen. Aber es ist wenigstens gut, dass auch der Hintergrund geändert wird. Der chinesische Turm, oder der asiatische Turm, der da im Hintergrund war. Ist schon nicht schlecht. So, ich muss das hier einmal machen. Oh, wir haben hier ein Habitat. Gefällt es hier offenbar? Ich glaube, Habitat haben wir noch keins, oder? Moment, ich gebe erstmal kein. Und in die Box, ja, wir haben schon einen Habitag. Sonst hätten wir jetzt einen Pokémon-Eintrag bekommen. Und da ist so eine Bohne. Ein paar Bohnen sammeln. Da ist das Muschus, das ich bekommen habe. Vielleicht können wir ja sogar Wundertausch machen. So, mal sehen, wie es da. Können wir die Insel ausbauen? Inseln ausbauen. Wolfi-Insel Level 3. Oh, Bäreninsel können wir. Okidoki. Weil dann können wir wahrscheinlich noch Bärbären anlegen. Zwei verschiedene Sorten von Bären. Ja, ich muss leider sagen, die beste Wahl ist hier immer noch diese Beere. Also meiner Meinung nach. Ihr könnt euch da gerne anderer Meinung sein. Ich werde das hier jetzt aber auch mal. So. So, dann brauche ich auch nichts weiter. Ich werde das mal verschieben und ich werde solche Sachen werde ich versuchen jetzt vor oder beziehungsweise nach einer Aufnahme zu machen, sodass ihr davon nicht so viel mitbekommt. Nicht, weil ich nicht will, dass ihr viel mitbekommt, das nicht mitbekommt, sondern weil es mit der Zeit ja immer dasselbe ist. Wir sind noch keinem wilden Pokémon begegnet, wollte ich gerade sagen. Ein Quapsel. Habe ich Klopse schon? Ja, ich habe Klopse schon. Dann brauchen wir auch nicht darauf zu achten. Donner trifft jetzt immer. Zack.
Das ist in Pokémon Mystery Dungeon immer so schlimm, wenn die Sonnentag oder irgendwelche Tage als Fähigkeiten haben oder irgendwelche Wetterfähigkeiten haben, dann wird das ganze Gebiet immer eingewettert. Mag ich nicht. Was soll das Geheimnis des Teiches hier im Ziergarten ist? Das sieht nach einem Pokémon aus. Nach einem länglich gezogenen Pokémon. Das Wasser ist wunderschön, nicht wahr? Ob sich wohl Pokémon bei den Felsen im Wasser verstecken? Jo. Also wenn man hier steht, dann sieht man, das ist ein Pokémon, aber was für eins? Das kenne ich leider noch nicht. Ah, da ist der Prof. Aber ich gucke erstmal, ob wir vielleicht noch andere Trainer treffen. Achso, deswegen sieht hier alles so wahnsinnig exotisch aus. Dieser Ziergarten wurde von Leuten angeregt, die einst aus der Johto-Region herkamen. Wutkicks! Ah, da vorne ist noch mal so ein Fangbecken. Ah, da hinten ist wieder ein Item. So ein bisschen umgucken. In diesem Tiergärtchen. Oh, ein wildes Mauzi. Wann entwickelst du dich eigentlich, Batterie? Ich glaube auf Level 34 oder so. Elender Mogelhieb. Ja, Mogelhieb funktioniert nur am Anfang der Runde, des Kampfes. So. Riesenpilz. Das glaube ich nur gelb. Oder kann Riesenpilz irgendwas? Ich nicht soweit ich weiß. Also gerade haben wir nur gute Gegner für unsere Batterie. Also hier wäre so ein richtig guter Punkt für Käfer, Elektro-Pokémon oder Käferpflanze auch. Alles was Wasser und Licht wegmacht. Gut, dann wäre hier aber auch irgendwie Kampf mit Donnerschlag. Gibt ja immer für jeden oder die Bisse. Gibt ja auch Donnerbiss oder wie es heißt. Ah, ein Trainer. Ich wusste doch, dass wir hier noch einen haben. Auf Reisen möchte man sich natürlich nur von seiner besten Seite zeigen. Ist es Schönheit oder Reisende? Ich würde Schönheit sagen. Nee, Urlauberin. Lustig, wie sie jetzt alle Handys haben. Oh, ein Radikal aus der aus der Nicht-Alola-Region. Das finde ich immer toll, dass sie darin gedacht haben, dass eben ein Urlauber, dass die eben keine Alola-Form haben, sondern dass die Normalform haben. Gut. Gegner ist paralysiert, aber soweit ich es weiß, kann der Gegner immer noch, oh, diesmal nicht. Beim letzten Mal war ja der Gegner selbst noch schneller, weil einfach Batterie viel zu langsam ist. Batterie erreicht Level 32. Mienenschein wird Level 31. Ja, wir haben keine weitere Entwicklung. Ja, wechseln wir mal. Soll sich mein Mienenschein darum kümmern? Ach so, ja, es ist ja Psycho. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ach nee, es ist ein normales. Deswegen ist es nicht Psycho. Aber mit Felsgrab sollten wir dem Ganzen gehörig eins. Hinten. Das war ein Volltreffer auch noch. Ja, dafür machen wir auch einen Volltreffer. Auge um Auge, Volltreffer um Volltreffer.
Sardine ist 32. Ja, auf jeden Fall ist unser Team auf einem ziemlich ähnlichen Level. Das war wohl nicht die beste Seite von mir und meinem Team. Also du warst stärker als das Mädchen mit dem Pi. So. Ich sollte zurückgehen und mit dem Prof reden. Aber ich habe noch das. Ach du Schande, was ist das? Ist das die Weiterentwicklung von dem? Sieht sehr danach aus. Dann müsste das Käferwasser sein. Okay. Das sieht ziemlich abgespaced aus, diese Spinne. Gleich mal Pokédex checken. Das müsste die Entwicklung von dem. Moment, wo ist es? Vielleicht sehe ich es gleich da. Hier. Das müsste die Entwicklung von dem sein. Und wie es aussieht, ist es das auch. Stammt von einer anderen Insel. Krass. Krass. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Boah, das würde ich sogar ins Team nehmen. Ah, da ist eine Zelle. Aha. Gut, dass wir hier hin sind. Okay, wir haben jetzt hier so rum alles erkundet. Hier waren wir schon. Jetzt muss ich nur da unten am Schweif nochmal alles erkunden. Ach nee, jetzt sag nicht, dass der mich nicht durchlässt. Und die lässt mich da auch nicht durch. Dass man oben rumgehen muss. Ja gut, dann reden wir mal mit dem Professor. Ich wollte mich gerade noch umentscheiden, aber dann hat die Szene angefangen. Ah, Professor Kukui. Oh, hallo. Ihr strahlt hier übers ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Das war der Wahnsinn. Hey Professor, du wirst es nicht glauben. Eine Ultrapforte hat sich geöffnet. Und dort war tatsächlich eine Ultrabestie. Das musst du Professor Bennett erzählen. Wow! Durch die Ultrapforte ist also eine Ultrabestie gekommen. Fantastisch. Na, dann ist es jetzt ja umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch eine Ultrapforte gehen könnt. Also gut! Die nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Bergs statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Geht einfach zur Bushaltestelle auf Route 10. Professor, geh schon mal vor. Es wartet noch ein Malasadas-Laden auf mich. Ich gehe meine Inselwanderschaft gerne ein bisschen entspannter an. Alles klar. Okay, Jedesi, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Jedesi, weißt du was? Was denn? Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Aber ich werde es wohl bald rausfinden. Bis später! Alola! Das erinnert mich an das Bild, was ich gefunden habe. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Pokémon-Geräusche. So, hier sind ein paar Goldstatuen, die rumliegen. Flagmon. Komm schon, Flagmon, hier können wir uns ausruhen. Nicht, dass du es was anderes machen würdest, oder Flagmon? Ah, das ist wirklich ein Training. Ich wusste doch, dass ich einen verpasst habe. Ein Urlaub. So, Zeit für ein Erinnerungsfoto. Jetzt muss ich nur noch eben schnell verlieren. Er weiß schon, worum es geht. Urlaube Ulf fordert dich heraus. Vielleicht hat er Konter-Pokémon? Oh, er hat Snobelikat. Ja gut, wir haben vorher einen Radikal gehabt. Was können wir noch haben? Wir haben
Wir haben hier einen Slobelika, der hat einen Radikal gehabt. Welche Alola-Form könnte also noch haben? Ich weiß von Vulpix und Sandan. Aber sonst weiß ich jetzt nicht wirklich, welche Alola-Formen es noch gibt. Ich lass mich ja überraschen, aber er muss ja auch irgendwas haben. Vielleicht Knogger. Oh, wenn man vom Teufel tratscht, da kommt er angelatscht. Ist auch gut. Ah, ich setze Knogger ein. Warte, ich wechsle noch vor dir das Pokémon aus. Fisch, ich finde die Fähigkeit super. So, Lake. So. Perfekt. Gut, was zum... Wie kann das? Aber du hast es doch selbst vorher gesagt. So, da hinten gibt es hundertprozentig noch was. Das holen wir uns noch schnell. Und ich glaube, ja, wir können ja einen Funkensprung schnell machen. Ist wie ein Quantensprung, nur mit Funken. Body Slam. So, da hast du ein Body Slam. Elektro-Body Slam. Ich meine, es geht, dass wir, weil wir den Typvorteil haben, aber das Level ist jetzt ja nicht so weit weg. So. Gut, wir haben einen Grassamen gefunden. Wahrscheinlich hilft er uns bei Pflanzen-Pokémon, wenn wir welche hätten. So, dann haben wir den Ziergarten sogar ganz abgeschlossen, in einem Ruck, und können uns das nächste Mal dann aufmachen zu Route 10 und mit dem Bus auf den Berg. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.